Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu dieser neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der schönen Karte der Stappenbach. Ja, sehr schön. Es geht heute in das Dreschen, in das Ernten des Gerstenfeldes, das wir ja in den letzten Folgen vorbereitet haben, gedüngt haben und. Dort unten sieht man es auch schon. Ein bisschen herausluschern. Unser Gerstenfeld, leider gehört uns das daneben nicht. Leider. Aber wir brauchen demnächst mal ein größeres Feld. Aber erstmal müssen wir wieder an Geld kommen. Wir haben momentan minus 4.332. Das ist blöd. Oh, oh, oh. Ah, hier kommt wieder die. Ach, warte. Bisschen blöd. Also, wir haben da momentan nicht so viel Geld, leider, zur Verfügung. Das ist schade, weil das Geld würde uns sehr, sehr gut tun, wenn wir da irgendwie Einnahmen hätten. Aber momentan haben wir halt, ich sag mal, kaum bis gar keine Einnahmen. Das müssten wir ändern, damit wir irgendwann mal hier, ja, ich sag mal, wirklich ein bisschen Geld kommen würden. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier gerade mache. Beziehungsweise, jetzt bin ich rausgekommen. Wie das Ganze denn aussieht, da müssen wir uns wirklich ein bisschen was einfallen lassen, wie das in Zukunft aussehen wird. Weil es wäre schon ganz vorteilhaft, wenn wir irgendwie an Geld kommen würden. Wir brauchen natürlich Stroh. Wir brauchen so viele Sachen, so viele Faktoren, die einfach mit reinspielen. Ich muss mal kurz bei mir das Fenster zumachen. Mal außen reden irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, beziehungsweise keine Ahnung. Ja. Wir müssen da auf jeden Fall einiges noch machen. Tut mir leid, dass ich da jetzt kurz das Fenster zumachen musste. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Weil minus 4000 Euro, das ist nicht viel. Wir haben momentan keine Einnahmequelle, keine feste Einnahmequelle, weil die Milch nicht automatisch eben von einem Milchlaster abgeholt wird. Die müssen wir eigenständig wegbringen. Das ist komisch. Hatte ich tatsächlich noch nie so. Aber das ist nun mal so diesmal, dass wir die Milch eigenständig wegbringen müssen. Aber ja gut, dann ist es nun mal so. Das kriegen wir auch hin, sage ich mal, die Milch wegbringen irgendwann. Aber wir brauchen halt erstmal welche Fahrzeuge dafür. Wir brauchen Hänger dafür. Und ich weiß halt nicht, was sich lohnen würde. Ich glaube, am Anfang würde sich tatsächlich ein kleiner lohnen und später erst ein großer. Aber das kannst du halt zum jetzigen Zeitpunkt mal noch zu 0,0% feststellen, was ich da brauche, beziehungsweise was wir dafür brauchen. Und wir haben ja mittlerweile schon ein bisschen was, aber das ist, weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Das ist so die größere Frage eigentlich, die ich mir persönlich stelle. Das ist die Frage, wie viel haben wir hier schon drin? Hier ist auch natürlich schon ein bisschen was drin. Das werden wir dann höchstwahrscheinlich auch verkaufen, relativ schnell, dass wir aus diesem Minus rauskommen. Weil das Minus, das zieht uns natürlich runter. Und das will ich eigentlich nicht, dass das uns so weit runterzieht. Was ich natürlich überlege momentan, ich hatte irgendwas 3.900 Betriebskosten. Oder Gebäudekosten. Ich weiß gar nicht, welche Gebäude ich betreuen muss. Oder war das so? Das gucke ich mal ganz kurz. Hier sehe ich ja was. Tierheilungskosten 1000 Euro. Das kriegen wir locker raus. Ach nee, hier war es. Tierheilungskosten wieder das gleiche. Fahrzeuge 3000 Euro minus. Und irgendwas noch sonstiges. Ne, Ernte. Saatgut. Kraftstoffkosten. Ich weiß es nicht. Ich sehe es gerade wirklich nicht, was wir da jetzt genau verdient haben. Tierkosten, die Betriebskosten sind halt auch relativ hoch mittlerweile schon. Mit 3000 Euro, vor allem wenn man keine
ich nenne es mal, Einnahmen hat, da ist es schon relativ hoch. Aber ich weiß nicht, wie man die Betriebskosten runterbekommen würden. Die sind da, die Betriebskosten. Da, wir nehmen jetzt natürlich hier dieses Teil irgendwie mit, das möchte ich eigentlich auch nicht. Ja, obwohl, jetzt haben wir es eigentlich wieder richtig gedreht, wie wir es später dann eh brauchen werden. So, zack. Fahren wir gleich in die nächste Spur rein. Dann machen wir es mal heute so. Fahren wir einfach mal im Kreis rum. Heute mal. Heute mal ein bisschen anders als sonst. Ich weiß es nicht. Also, da müssen wir uns echt was einfallen lassen, wie das in Zukunft ablaufen soll. Ob das Ganze überhaupt so weiterlaufen soll. Oder ob wir irgendwie anders noch ein bisschen an Geld kommen. Es ist halt wirklich die Frage, was macht man da am schlausten? Müssen wir wirklich gut überlegen. Aber ich glaube, wir bleiben wirklich bei den Tieren. Ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt halt momentan im Milchtank? Man müsste da schon wieder gucken, mit Stroh, mit Gras muss man gucken, dass man da wieder was holt. Kraftfutter ist noch ein bisschen was da. Sauberkeit 0, Produktivität 0. Moment. Moment. Ja, gut, okay, da sieht es wirklich aus. Dann machen wir da mal kurz sauber. Das wäre vielleicht wirklich ganz gut, wenn wir da ein bisschen sauber machen würden. Wie viel ist jetzt momentan drin? 31.000. Das ist. Was hatten wir gestern? 12.000. Ja, dann haben wir tatsächlich fast 24.000 gemacht. Haben wir neue Kuh? Nein, noch nicht. Die sollte nämlich auch heute irgendwann kommen. Irgendwas 24 Stunden war, glaube ich, noch da gestanden gestern. Ich habe halt jetzt keine Anzeige. Wann kriege ich die Anzeige? In 15 Minuten kriege ich sie. Okay, machen wir es mir hier sauber noch nebenbei. Das sollte auf jeden Fall auch gemacht werden. Dass das hier ordentlich aussieht. So, zack. Muss ja auch irgendwie nach ein bisschen was aussehen. Aber das kriegen wir alles. Vor allem hier. Das ist, glaube ich, eher unser wenigstes Problem, das wir haben. Das kriegen wir alles hin. Diese Probleme kriegen wir auf jeden Fall gelöst. Das Finanzproblem ist eher das, was mir Sorge macht, sage ich mal. Oder Sorge kann man nicht sagen, aber wo man drüber nachdenken muss, dass diese Probleme irgendwann auftreten werden. Mit dem Finanz- oder mit unserem Ertrag, den wir haben. Ich weiß auch nicht, was ich durch 31.000 Milch eben bekomme. Ich glaube nicht, dass ich da so viel rausbekomme. Ob sich das so rechnen wird. Ich glaube jetzt nicht, dass es so viele Einnahmen sind, aber ich glaube auch nicht, dass es so viel Verlust sein wird. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es wirklich so einen großen Verlust machen würde damit. Kann ich mir einfach in keinen Fall eben vorstellen, dass sowas passiert. Aber das ist halt die Frage, die man sich eh immer stellt. Wie geht man eben vor? Oder wie es im Fußball so schön heißt, ja, woran hat's gelegen? Wer den Spruch kennt, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Woran hat's gelegen? Ja, da stellt man sich natürlich die Frage, woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Wer kennt das Interview? Wer kennt's? Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, wer es kennt von euch, von den Fußballfans. Ja, hat mich gerade so ein bisschen darauf erinnert, sage ich mal. Oh, ich bin voll. Wieso auch immer. 8.600, okay. Nach zwei Bahnen. Ah, das kann sein, dass wir da tatsächlich heute mal wieder ein bisschen Ertrag rausbekommen. Ich habe den Fliegelanhänger noch gar nicht geholt, fällt mir gerade auf. Gut, dann werden wir den einmal holen. Oder, nein, nicht mit dem. Der ist ein bisschen zu klein dafür. Ich glaube nicht, dass der den so gut gezogen bekommt. Den Fliegelanhänger, der könnte dann doch vielleicht ein bisschen zu groß sein. Dann doch lieber den John Deere einsteigen. Wäre vielleicht doch ein bisschen besser. Obwohl er halt auch schon einige Stunden drauf hat, der John Deere. Das ist unglaublich, was da mittlerweile an Stunden drauf kommt. In der nächsten Folge werden wir dann auch wahrscheinlich weiter dreschen. Da haben wir jetzt heute ein bisschen gedrödelt.
Müssen aber auch in übernächster Folge müssen wir schon wieder auf unsere Graswiese ein bisschen Gras mähen. Das steht dann auch schon wieder an. Kriegen wir aber alles hin, bin ich sehr, sehr zuversichtlich natürlich. Jetzt ist ja leider schon wieder nach der FarmCon, nehme ich an. Nehme ich an. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht, ob das schon nach der FarmCon ist. Habe ich aber vor ein paar Folgen schon gesagt, ob das nach der FarmCon ist. Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es tatsächlich nicht einschätzen. So, ich erstmal hier rauskommen. Sehr schön, lassen wir das Tor offen. Wird schon keiner irgendwelche Schabernacks mit unseren Geräten, die da drin stehen, treiben. So, und zack. Mir gefällt die Zahl da oben nicht. Minus 4.300. Minus 4.300 Euro. Das ist so eine Zahl, was mir nicht gefällt. Wo ich eigentlich auch nicht hin möchte. Was mir nicht gefällt. Müssen wir echt gucken, dass wir das abwenden. Diese momentan sehr, sehr schlechte Zahl, wie ich sie mal nenne. So. Wir müssen wirklich gucken, dass wir wieder ins Plus kommen. Wir haben zwar ein bisschen den Kredit zurückgezahlt, aber das ist halt nicht unser Anspruch, ganz ehrlich. Das darf auch nicht unser Anspruch sein, im Minus zu sein. Also ich muss sagen, an Weizen kam viel, viel weniger rum. Fällt mir gerade so auf. Obwohl wir ja. Ah, ich weiß auch warum. Weil es erstens nicht gekrubbert war. Ah, ich weiß jetzt. Daran lag's. Es war ja nicht gekrubbert gewesen, es war nicht gepflügt gewesen, es war ja nichts gewesen, das Weizenfeld, weil es ja gerade erst gekauft wurde. Stimmt, da war was. Strom müssen wir halt gucken, wie viel wir rausbekommen. Gras müssen wir auch mal wieder gucken, dass wir da was bekommen, weil das wird sehr, sehr wichtig noch werden in Zukunft. Da müssen wir uns auch überlegen, wo werden wir das Gras lagern, weil das Problem hatten wir jetzt gehabt, dass die. Was wir in die Sila oder in dieses in die Biogas oder in das Lager von der in das Fahrsilo gekippt haben, wurde zu Silage, also Häckselgut. Und das ist halt nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Ich wollte eigentlich mein Gras drin lagern. Aber das hat halt nicht wirklich funktioniert. Muss ich noch überlegen, wo ich das dann hinkippe, beziehungsweise wo wir es lagern werden. Damit wir immer da mal ein bisschen was auf Reserve haben werden. Oder wir arbeiten da wirklich nur auf, wenn es wirklich gebraucht wird. Wie zum Beispiel in dem heutigen Fall, dass wir es bald brauchen werden. Das ist halt die Frage, was macht man da? Muss man sich halt wirklich Gedanken machen, wie man das dann am besten löst. Das ist aber noch eine Frage, die ich mir für die Zukunft aufbewahren möchte. Wie wir dieses Problem lösen wollen. Aber das kriegen wir alles hin. Das ist alles noch nicht so wichtig, sage ich mal. Und in 8 Minuten erfahren wir, ob wir wirklich wieder gut in der Produktivität sind. Aber ich nehme es an, dass wir gut in der Produktivität liegen. Wir haben ja alles befüllt. Alles ist bei relativ guten Prozentwerten noch. Es wird zwar langsam gelb bei Stroh und Gras. Dann sind wir ja momentan dran, dass das wieder besser wird. Mischration müssen wir eh gucken, dass wir da relativ gut weiterlaufen. Silage haben wir. Da mache ich mir momentan im Normalfall die wenigsten Gedanken. Das brauchen wir Stand jetzt nicht zu beobachten. Aber eben die anderen Sachen müssen wir da relativ gut beobachten, wie es damit weitergeht. Aber das kriegen wir alles hin. Da bin ich eigentlich am optimistischen oder am besten gestimmt, dass wir da keine Probleme bekommen werden. So. Den John Deere möchten wir natürlich nicht kaputt machen, deswegen einmal dran vorbeifahren. Und ab jetzt kann ich schon wieder sagen, das war's für die heutige Folge. In der nächsten Folge geht es hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Und dann sage ich bis morgen um 17 Uhr. Schaltet wieder ein auf der Stappenbach. Wir müssen weiter dreschen. Also wir sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao.